Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Witcher 3. Hier in Toussaint, auf Toussaint und überhaupt. Und wie schon angekündigt, wir gucken gleich mal, was diese schöne Quest jetzt mit uns macht und zu tun hat. Dann sicherlich gleich wieder weg. Also bis gleich. Also gut, gehen wir. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Sicher kann ich helfen, aber ich arbeite nicht kostenlos. Boah, was? Was? Was ist hier verkehrt? 900 bis 1288. Komm, machen wir es mal so, wie die ganzen Kapitalisten uns das weiß machen wollen, dass das klappt. Gut, abgemacht. Und es klappt auch noch. Ich weiß es nicht. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Kümmere dich um die Probleme auf dem Belgrad-Weingut. 2 von 5. Haben wir da eventuell schon, nun ja, ein wenig vorgearbeitet, ja? Schön, dann waren unsere Fragezeichen-Sammeleien ja nicht ganz umsonst. Schön. Okay, aber was machen wir jetzt als nächstes? Wir gucken uns mal die Hauptquest an. Suche Palmarin auf und bitte ihn, dich zur Herzogin zu bringen. Jawohl, das machen wir. Und weil wir das machen wollen, gucken wir jetzt hier erstmal. Warte mal. Ja, Anna Henrietta, genau. Aber hier gab es ja noch was. Der Einsiedler am Lac Chelavi oder so. Der Einsiedler, der auf der Insel im Lac Chelavi lebte, wurde zum Wächter über die 5 wichtigsten Tugenden. Dieser rechtschaffene Mann wachte über die Felsen, die in diese Tugenden eingraviert worden waren. Und er legte jedem Ritter, der vorbeikam, eine Prüfung auf, in der sie zeigen sollten, dass sie die Tugenden verkörperten. Als der Hexer auf die Insel kam und den Einsiedler traf, war ihm, als wäre dies nicht die erste Begegnung. Erst später sollte er erfahren, wie recht er hatte. Was? Das ist doch schon wieder furchtbar. Anna Henrietta. Wenn diese Welt je einen Herrscher gekannt hat, dem die absolute Bewunderung seiner Untertanen ohne systematische Unterdrückung oder grausame Henker sicher war, so war es die Regentin von Toussaint. Herzogin Anna Henrietta. Von ihren Lieben wurde sie Anna Henrietta genannt. Sie war die Witwe des viel betrauerten Herzogs Raimund und die einzige Geliebte eines so hochberühmten wie begnadeten Künstlers, der es vorzieht, anonym zu bleiben. Vor einigen Jahren, als der Hexer mit einigen Freunden Toussaint besuchte, lernten er und Anna Henrietta einander kennen. Als später das mysteriöse Biest seine Überfälle auf Höflinge begann, wusste die Herzogin, wen sie zur Hilfe rufen konnte. Erstmal hier. Guillaume de Lanfort. Guillaume de Lanfort war der Inbegriff eines Ritters. Sozusagen das reinste Werbeplakat für Toussaint. Als Geralt den jungen Mann zum ersten Mal traf, stürmte dieser gerade gegen eine Windmühle an. Zugegeben. Sie verdeckte einen wilden Riesen. Milton de Perrac-Perron war ein Baron aus Toussaint und gehörte zu Anna Henriettas innerem Kreis von Rittern. Der gutmütige Adlige verschmähte kein Bankett, keinen Kampf gegen noch so schwer bewaffnete Banditen. Geralt war Milton schon vor Jahren begegnet und
Es war unter Umständen, die so bizarr waren, dass sie ihre eigene ausführliche Erzählung verdienen. Jawohl, Witcher 4! Nein, natürlich nicht, Quatsch. Nun kreuzten sich ihre Wege erneut, denn Milton kam als Gesandter der Herzogin zum Hexer, um ihn nach Toussaint zu bitten. Palmerin de l'Enfant. Nicht alle Ritter Toussaints waren der Inbegriff der Tugend. Müsste ich einen bestimmen, der den Idealen am ehesten entsprach, so fiele meine Wahl auf Palmerin de l'Enfant. Man muss ihn umso mehr bewundern, als er vor einigen Jahren den fleischlichen Lüsten noch in mannigfacher Weise gehuldigt hatte. Im Laufe der Zeit hatte er die Laster jedoch aufgegeben und sich dem ritterlichen Ideal angenähert. Dies bemerkte Geralt, als Palmerin ihn als Gesandter Anna Henriettas aufsuchte. Der altmodische, etwas naive Ritter machte einen guten Eindruck auf ihn. Auch wenn er Formalitäten und Protokoll eine Spur zu ernst nahm, war er doch kein aufgeblasener Wichtigtuer. Das ist auch ganz wichtig, ja. Das ist wirklich nicht ganz unwichtig. Gerade in so einer Situation und alles möchte man dann doch nicht unbedingt ständig jemanden haben, der... Ja. Die ganze Zeit auf einen herabschaut. Sagen wir es mal so, ne? Kannst du ihn nicht selber waschen? Das ist nun dieses Belgard, ja. Na, da habt ihr euch ja ganz schön was angelacht, du. Junge, Junge, Junge. Was ist das? Das ist ein Hexer. Was ist das? Was hängt das da? Ankündigung der Generalprokuratur. Mathilda de Fermentino und Liam de Coronata sind die neuen Eigentümer des Belgard-Weinguts, wodurch die Flächen von Fermentino und Coronata und Belgard zusammengelegt werden. Der neue Besitzstatus tritt ab Datum dieser Ankündigung in Kraft. Und natürlich steht nirgendwo ein Datum. Ach, das ist ja... Je schlimmer auf Grab, desto früher im Grab. Genau. Aber eigentlich ist es schon ein recht schönes Anwesen, ne? Wenn man mal hier so. Wenn man den mal hier so aufs Dach steigt. Schön eigentlich. Naja, gut. Okay. Ja, dann stirb halt wieder halb. Wird von Monstern in der Gegend rumgeschleudert und geworfen und alles. Aber wenn er dort mal ein bisschen vom Dach runterspringt, dann ist er gleich halb tot. Geralt. Geralt, Geralt, Geralt. Irgendwas. Ach zum Teufel mit allem. Ich gehe schon. Aber wo schickt denn der mich hin? Ich glaube, ich nehme gleich wieder Plätze. Mama sagt, wenn jemand böse ist, also ganz, ganz, ganz böse, ist sein Herz aus Stahl. Immer wieder die Referenzen auf Hearts of Stone, ne? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Alter je trocken soll. Kann ich eigentlich auch... Ja, dann lass uns das doch so machen. Dann gehe ich hier hoch zum Hafentor. Wenn das Biest und von dort aus reise ich dann nach oben. Dann hätte ich Frieden. Saint Sebastian. Mhm. Du stehst ja schon wieder auf dem Dach. Da ist man mal eine Sekunde nicht am Rechner. Was? Kann gar nicht sein. Ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich werde dir meine Erlaubnis nicht geben. Informationen für Turnierteilnehmer.
Sehr geehrte Gwindliebhaber, erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Graf Monnier, Organisator dieses Gwindturniers. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich in unserem geliebten Spiel eine neue Fraktion eingeführt. Skellige. Bin überzeugt, dass dieser Schritt unserem geliebten Zeitvertreib mehr Abwechslung verleiht und das Spiel dadurch noch perfekter macht. Würde mich sehr freuen, wenn diese Fraktion während unseres Turniers gespielt wird. Ich wünsche allen viel Erfolg und gut Gwind. Lass ich den Hammer lustig singen, lustig auf viele Funken springen. Guter Mann, es bedarf neuer Hufeisen für mein Pferd, aber flott. Zu Diensten, Herr. Ich empfehle das Rennmodell. Leicht, langlebig und bloß 50 Pfund. Ich zahle das Doppelte, wenn Sie heute noch fertig sind. Ich sag mal nichts. Ja, Bruder Ritter? Ja, ja, unbedingt. Bruder Ritter, natürlich. Das ist schlimmer als der Tod. Ja, klar, Bruder Ritter. Ja, ja. Wer weiß nicht, dass Geralt von Riva ein Ritter ist. Genau, Geralt, das wollte ich von dir. Nicht etwa, dass du hier hinten an die Fässer oder sowas rangehst, sondern an die Truhen. Nein, nein. Ich wollte, dass du das Licht anmachst. Genau. Na gut, dann gehen wir mal zu Anarieta. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir sie so nennen dürfen. Das ist ja unerhört. Nee, Palmarin müssen wir ja nicht. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmarin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Sollen wir ehrlich oder sollen wir positiv sein? Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also prinzipiell hätte ich jetzt erstmal gesagt die 3, weil es einfach das Ehrlichste ist. Die 2, nein, das machen wir nicht, das ist Quatsch. Und die 1 ist halt so dieses Heroische, ne? Würde zu Toussaint besser passen, aber eigentlich nicht zu uns. Nee, komm, wir machen die 3, komm. Ja, Matthias hat auch die 3, ja. Ja, doch. Wir sind ehrlich, wir bleiben ehrlich. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmarins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute. Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Und zu euren Eltern. Tja, das war doch mal eine schöne Lebensweisheit. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Ja, der kleine Bub. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand hat gegen einen Glomar antreten, der nur ein paar Glückchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Der arme Glomar. Und außerdem ist die Sache gefährlich.
Ja, Spielverderber Geralt und Thomas sagen die Eins. Das ist gefährlich. Die Glöckchen am Schwanz reichen nicht. Ich habe so ein Spektakel schon mal gesehen. In der Arena von Neunrad. Da hat ein Ritter einen Glumar mit Glöckchen am Schwanz besiegt. Vielleicht hatte er Glück. Oder der Glumar war in schlechtem Zustand, wer weiß. Gegen einen gesunden Glumar hat höchstens ein Hexer eine Chance. Ein fähiger Boxer. Alles klar, wir dürfen gegen ihn kämpfen. Ein so gefährliches Monster vor einem Publikum loszulassen. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monster-Trophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Oh Mann. Aber das Leben? Was bringt denn das, sein Leben zu lassen, um seiner Liebe zu beweisen, dass man es wert ist, wenn man dann danach tot ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh. Ich mag Leute manchmal nicht. Oh, so gar nicht. Das heißt doch leben und leben lassen, naja. Aber der wird ja nicht leben gelassen. Ich widme das Leben wird halt der schönen ja. Vivienne. Er lässt sein Leben, ja. Der Trottel. Ach, wetten, wir müssen ihn retten. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Jetzt stacheln die ihn auch noch auf. Oh Mann, bescheuert. Haben wir nicht was über Glumare gelesen? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Nicht nur du. Jetzt stacheln die ihn auch noch an. Oh. Aha. Tja. Der Glumar ist halt intelligent, ne? Wir müssen ihm helfen. Trottel, ihr Elenden. Einfach nur dumm, die ganze Zeit, von Anfang bis Ende, alle einfach nur zu blöd zum Busfenstern auszuwinken. Dass sie alle noch nicht die ganze Zeit komplett tot sind. Oh. In den Eingeweiden der Erde hausen sehr seltsame und schreckliche Kreaturen. Wenn sie jemals beschlüssen, forthin an der Oberfläche zu wohnen, würden wir noch am ersten Tag der Invasion allesamt verschlungen. Ja, das lesen wir nachher durch. Samum... Relikt und warum auch immer Art. Monster zu verwirren. Boden. Den dritten Phase. Alles klar. Also. Gott, sind die doof, ey. Wieder mal dürfen wir bekloppte Leute davor retten. Drauf zu gehen. Palmerin, hau da ab! Der Hexer umgarnt den Glumar, um dann schließlich den Kampf zu durchbrechen. Wie es
noch nicht so richtig, wie ich den überhaupt mal angreifen kann. Aber naja, zum Glück, der Bluteneffekt macht sein Zeug. Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Na, ganz toll. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist dir recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Wird er jetzt doch umgebracht? Lass das Tier doch mal am Leben. Guillaume. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Ich halt. Reden. Vivienne. Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stüber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Wir haben das Monster erschlagen. Das Publikum, nur mal so. Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herren, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damir brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Lass ja den Glumar leben. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und geviertelt werden. Alles klar. Er war also dieser Künstler, ja, mit dem sie was hatte. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Das ist auch gar nicht nachtragend. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Ja, machen wir
was war das denn? Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, leider nicht. Eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und im Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Doch, also eigentlich schon. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Ich habe eigentlich ziemlich viel Ärger abgehalten. Auf alleine geschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Naja, schon. Damien, die Frage, ob der Hexer angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Was? Matthias, meinst du jetzt gerade, ist das Nein jetzt gerade auf das bezogen? Auf die Frage? Also eigentlich... Genau. Also... War wieder hier rein kurz. Eigentlich... Hat das Geralt einmal gemacht? Das könnte sein, aber es hat ja der andere... Wie hieß er denn bei der Schlacht um Kaer Morhen? Nicht der Lambert, sondern der andere hat das doch immer gemacht. Ich komme nicht mehr drauf, aber der hat das ja immer gemacht. Von daher, natürlich ist es nicht immer so. Aber manche machen es ja schon. Da hätte ich jetzt gesagt, die drei. Ich mach die drei. Ja, stimmt. Ja, normalerweise ist es Geld. Das ist schon richtig. Ich mach mal die drei. Weil es gibt ja welche. Und ich kenne mich jetzt gerade zu wenig damit aus, ob das bei den Hexern so ist oder ob das bloß eine oder zwei so machen. Ich mach mal die drei, mal sehen. Mal sehen, was da passiert. Ich meine, immerhin hat sie damit angefangen. Wenn sie damit angefangen hat und wir sagen jetzt nein, dann kriegen wir vielleicht das nicht, was sie uns da... Ne? Mach mal die drei. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Geld. Ja, siehst du, das ist doch eine wunderbare. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Was? Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen.
Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Er ist jetzt noch weniger begeistert davon. Er wollte also Corvo Bianco haben. Wir sind Weingutbesitzer. Woo, I guess. Oder auch nicht. Was machen wir jetzt damit? Können wir Wein machen? Gibt's jetzt Minigames zum Wein herstellen und den können wir dann verkaufen? Was? Ich habe gerade so viele Fragen. Aber hey, wir haben ein Weingut. Da gehen wir gleich als nächstes hin. Erstmal machen wir den Quatsch hier und dann gehen wir da als nächstes mal hin und dann mal gucken, was wir da machen können. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt. Oh. Das Schwert um den Hals gehängt. Er war an das sieht sehr symbolisch aus. Die Klauen zugefügt haben und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. De Lac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter de la Croix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. De la Croix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Ist denn jetzt schon wieder ein Numismatiker? Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl.
Wollen die mich eigentlich gerade verarschen? Bei CD Projekt Red? Oder uns alle? Ist jetzt nur ein educated guess. Nee, ein uneducated guess. Also, was wäre, wenn dieser Fremde, der auf der Insel ist, der genau nach diesen fünf Tugenden sucht, oder nach jemandem sucht mit genau diesen fünf Tugenden, unser Biest ist? Kann das sein? Weil in diesem Artikel, den ja immer Rittersporn schreibt, oder diese Charakterübersicht, die Rittersporn schreibt, stand ja drinne so, ja, hahaha, der kam uns bekannt vor und wir sollten schon bald erfahren, woher oder sowas. Das bedeutet entweder, wir kennen ihn schon aus irgendwie vergangenen Teilen, jemand, der vielleicht alt geworden ist, der sich verkleidet hat, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder es spielt auf die Hauptquest an, weil man ihn vielleicht so spät erst finden sollte oder sowas. Keine Ahnung, dass man da noch nicht so in der Quest voranschritten oder dass man die Quest schon fast zu Ende gemacht hat oder sowas, keine Ahnung. Kann das sein? Oder lehne ich mich da jetzt viel zu weit aus dem Fenster raus? Wir lassen das mal so stehen. Aber das wäre ja ein ganz schöner Plot-Twist am Ende. Das wäre... Puh. Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Ja. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert, Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Habt ihr jemanden im Kopf? Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Methon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Nein. Kann es so einfach sein? Ob Milton de Perrac-Perron das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perron, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Was ist denn jetzt schon wieder eine Ritterschar? Ist das sowas wie ein... Wie eine Truppe? Wie eine... Jetzt fallen mir schon wieder diese ganzen deutschen Begriffe wieder nicht ein fürs Militär. Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher.
Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Klingt, ja, sinnvoll. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Edle Helden! Huch! Wie sie hinterher dackeln. Da kommt sie angerannt, die Plätze. Teufel, ich komm dir gleich hin. Edle Helden. Gib acht, dass es nicht knittert. Nachdem ich's abgerissen hab. Aber echt jetzt. Gib mir das. Ah, elender Flegel. Schneller. So. Die rockt. Oh, Alter. Matthias. So. Gut. Na dann. Auf geht's. Ich habe die Zeit im Sattel wie zu Hause. Man erzählt. Mach den Weg frei, sage ich! Oh, wenn er die hetzt hier in der Gegend rum, das gibt's ja wohl nicht. Der Schlechter von Blau wird jetzt so. Hier ist es, gleich um die Ecke! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Okay, pass auf. Da wir hier so viel finden müssen und so weiter, ja. Beenden wir jetzt hier gerade erstmal die Folge und dann machen wir die Suche und sowas, machen wir komplett dann mit einem Mal hinten ran. Ich dachte, jetzt gibt es irgendwie ein Rennen und dann wissen wir sofort, wo er ist, aber nein, passt nicht. Alles klar, dann bis gleich. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.